Ich grüße Bautzene. Ich bin richtig froh, dass die Kundgebung heute am Mittwoch ist. Wir sind am Sonntagabend von einer kleinen Delegation, ich war zum ersten Mal mit, von Schlesien zurückgekommen. Waren ein paar Kreistagsabgeordnete, die Verwaltung, Landrat etc. Wir haben dort sozusagen die sächsisch-polnische Waffenbrüderschaft gepflegt. Und da muss man seinen Mann stehen. Ich rede jetzt von Wodka, ich rede von viel Wodka. Und wir haben gekämpft. Und dann muss man sich, liebe Freunde, dann so gegen frühmorgens 16.10 Uhr anhören, was habt ihr für ein Land? Ihr seid ein schwules Hippie-Land geworden hier in Deutschland. Mit Recht muss man sagen, jawohl, und deshalb stehen wir heute hier, um das zu verändern. Denn eins ist uns, muss uns hier klar werden, Laschet, Baerbock und Habeck haben einen Plan. Und dieser Plan, meine Freunde, der wird unsere Nachwende im Ergebnisse, die Nachwendefreiheit vom Herbst 89, will er aufheben. Ganz einfach, weg, zurück in die Diktatur. Und dagegen werden wir kämpfen. Und ich sage Ihnen ganz persönlich, mein Onkel hat 1968, ist er ohne Gerichtsurteil, zu anderthalb Jahre Bautzen verurteilt, war anderthalb Jahre politischer Gefangener und ist dann mit 26 Jahren gestorben. Und wir, seine Familie, tragen sein Erbe vorwärts. Wir haben 89 gekämpft und wir werden jetzt wieder kämpfen. So, jetzt habe ich hier mal sogar einen Zettel heute vorbereitet. Carsten Hilse hat schon einiges vorweggenommen. Ja, wir haben die größte Kreistagsfraktion. Und wir sind froh darauf, dass alle noch zusammenhalten. Und wir werden die, irgendeine Zeitung, ich glaube eine Zeitung in Sachsen hat mal geschrieben, die sagen ja sowieso, ach, wir werden sie jagen. Jawohl, sage ich, wir werden den Finger auf die Wunde legen. Und wir, ich sag's mal so ein bisschen, es fing an. Es fing an, wir sind in den Kreistag gekommen mit, viele kennen das, Spaßbad Kamitz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Zahlen rein. Es wurde geplant, Kamitz ist eine alte Volksschwimmhalle der Armee gewesen und so weiter. Plan 8,9 Millionen. Nach drei Monaten waren es 14 Millionen und dann hat man uns am 29. Januar 2020 der erste Beigeordnete gesagt, es sind jetzt 23 Millionen. Und diese 23 Millionen ist nicht das Geld des Landrates oder des Landratsamtes, wie man denkt, sondern das sind unsere Steuergelder, die vorher weggenommen werden. Wir haben darauf einen Sonderkreistag einberufen, wurde uns vorgeworfen, ja, Steuergelder werden jetzt verschwendet für diesen Kreistag. Wir haben alle unsere Gelder in gemeinnützigen Verein gespendet, Verfahren wurde dann der Sonderkreistag vorfristig beendet auf Betreiben dieser Partei. Ich komme jetzt auf den Namen, die ist eine große Partei, aber die heißt glaube ich SPD oder so. Die ist so im Sachsen-Einstelligen Bereich. Aber was wir gezeigt haben, und wir haben an diesem 29. Januar gesagt, nein, wir spielen hier nicht mit und wir werden uns einsetzen, dass Geld nicht verplempert wird. Und wir haben es geschafft, auf ein Mindestmaß zurückzustutzen. Wir haben die Altparteien getrieben, dass sie alleine einen Beschluss geführt haben. Jawohl, es wird normal gebaut. Schwimmer, 5. bis 6. Bahn und Spaßbäder haben wir hier genug. So, danach, was kam danach im Kreistag? Die Debatte, Haushalt war noch nicht, kleinen Moment, wir haben so viel jetzt hier gemacht, dann weiß ich gar nicht. Aha, liebe Leute, der erste Beigeordnete rennt sich ja schon so langsam warm für den Posten des Landrates. Und was machen die Leute? Fast der gesamte Kreisvorstand oder der halbe wird dann so in die Amtsleiterstellen gehievt. Sein Büroleiter aus dem Kreisvorstand und dann hat man in Professor genommen, der seit 1994 im Kreisvorstand der CDU ist und sagt, dieser wird Schulamtsleiter. Seine Professorenstelle beträgt aber nur 50 Stunden im Jahr. Ich meine, das hat ja fast jeder bei uns hier. So, wurde vorgestellt im Kreistag,
Wir durften sogar Fragen stellen und dann wurde er mal so richtig pampig und hat mir gesagt, also Herr Nitsche, darauf antworte ich Ihnen nicht, weil ich Ihnen gesagt habe, ob er die Kahlschlagpolitik der CDU in der Bildungspolitik 2006, wo hier 30 Mittelschulen abrasiert wurden, auch mitgetragen hat. Und da haben wir gesagt, ich fragte den Landrat, wie viel sind wir denn anwesend? Da sagt er, 65. Ich sage, gut. Jetzt werden bald 20 weniger sein. Wir sind ausgezogen und haben die Kiste beschlussunfähig gemacht. So, danach wurde zwar gewählt, aber aus rechtlicher Bedenken abgebrochen. Und hinterher war dieser Kandidat vom Tisch. Und ist jetzt auch kein Amtsleiter. Er muss sich sein Geld sauer verdienen auf andere Weise. Was ich damit sagen will ist, wir als Kreistagsfraktion nutzen alle Mittel, alle, um den Finger auf die Wunde zu legen und zu sagen, das ist das Geld des Bürgers und nicht das Geld des Landratsamtes. Das ist ein gehöriger Unterschied. Danach haben wir den Wolfsantrag gebracht. So, Wolfsantrag, Schutz der Weidetiere. Mittlerweile war im Kreis Bautzen reduziert, 6.000 Schafe hat man mal gehabt, jetzt sind es noch 300, 400. Die sind so Futter freigelassen für die Wölfe. Wir haben mittlerweile in der Lausitz 24 Wolfsrudel. Wir sind nicht nur die Stadt oder den Kreis mit der größten AfD-Fraktion. Nee, wir haben das dichteste, wir haben die größte Wolfsdichte in Sachsen. Wir haben die größte Wolfsdichte in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und niemand macht was dagegen, dass die Bauern, die Weidetiere, die Schäfer ihr Eigentum schützen können. Wir haben einen Antrag gebracht, also erstmal Weideschutztierzonen auszuweisen. Wir haben gesagt, ASP war damals im Anfang, ich sage da leider mal was. Und dann haben wir den Antrag gebracht, so wie es zum Beispiel mir der polnische Landrat gesagt hat. Was passiert, wenn Wolf im Dorf ist? Ober ruft Polizei an, Polizei erschießt den Wolf. Sie dürfen das ist richtig so, genau. Und was ist in Deutschland? Oma sieht Wolf, ruft Polizei an, Polizei sagt, der steht unter besonderem Schutz. Dann kommen Naturschützer und sagen, wir kartografieren mal, wir müssen mal den Wolfskot untersuchen und zerbröseln. Dafür sind 20 Leute im öffentlichen Dienst angestellt. Das machen die den ganzen Tag, schwer bezahlt. So. Wir haben dann mit der CDU mitgestimmt, weil wir ja auch sagen, wir stimmen mal mit euch mal mit, dass wir sagen, Wolf von Anhang 4 auf 5, Deutschland ist ja Anhang 4, EU streng geschützt, Polen, Estland, Litauen, Lappland, 5 Anhang, nur bedingt geschützt. Polen macht eine Woche im Jahr die Wolfsjagd und trotzdem ist der Wolf trotzdem nicht gefährdet. Und ich denke, wir sollten unser Wolfsdenkmal in der Lausitzer Heide, mal wieder gerecht werden und sagen, wann wird der letzte Wolf hier abgeschossen, meine Damen und Herren? Afrikanische Schweinepest. Wir wissen, wir befinden uns jetzt hier im Sperrgebiet. Weiter westlich, Altkreis Kamenz, ist die Pufferzone. Wissen Sie, was das Sperrgebiet bedeutet? Wir haben hier im Kreis Bautzen 73 Schweinehalterbetriebe mit 80.000 Schweinen. Diese Betriebe bekommen kein einziges Schwein mehr los. Nichts, gar nichts. Aber die Schweine fressen und brauchen Futter. Sie haben auch keine Erträge. Also müssen Sie jetzt betteln bei den Futterproduzenten, bitte gebt uns Futter für unsere Schweine. Und die stehen mit dem Rücken an der Wand. Und dann muss ein Landrat mehr machen, wie nur offene Briefe schreiben an die Bundeskanzlerin und so weiter. Hier muss gehandelt werden und unseren Bauern geholfen werden. So, afrikanische Schweinepest. Das Thema in diesem Jahr, wir hatten die Kreistagssitzung am 22. März in Hoyerswerda hier. Haushalt. Ich habe damals geschrieben, und das wurde sogar ab 2023 Leuten nicht nur hier die Glocken in St. Petri, sondern die Leuten das Sterbegeläut ein für den Landkreis. Vollkommen pleite. Durch die Altparteien und durch die mangelnde Finanzierung wird dieser Kreis ab 2023 zahlungsunfähig sein.
38 Millionen Rücklagen verbraucht, 23 Millionen zusätzliche Kredite müssen genommen werden, um bis dahin überhaupt zu kommen. Und durch Buchungstrick, was alles möglich ist, werden Abschreibungen gegen das Basiskapital, wird fiktives Geld geschaffen. Fiktives Geld, was nie existiert, was man aber verrechnen kann und damit die Genehmigungsfähigkeit von der Landesdirektion herstellen kann. Wir haben gemeinsam, ich sage immer mit den Geheimwaffen unserer Fraktion, Steffen und Stefan Lehmann. Steffen Lehmann ist hier, mal einen Applaus für den Steffen hier. Applaus, hier ist er. Das ist unser Haushälter. Der schmeißt den Kämmerer jede Bilanz an den Kopf und findet immer noch was, wo er sagt, was ist denn hier damit? Wir haben vorgeschlagen, den Stellenplan zu verändern. Das war sogar Beschlusslage der CDU 2018. Die haben gesagt, der Stellenplan muss angeglichen werden an die sinkende Einwohnerschaft. Kreis Bautzen hatte mal 330.000, jetzt nur noch 300.000. Es gibt sogar eine Verwaltungsvorschrift, die sagt, muss angeglichen werden. Wahrscheinlich nie im Kreis Bautzen hier. Hat der erste Beigeordnete, der sagte, ja, wir haben so viel zu tun, wir müssen im Gegensatz noch viel mehr Leute einstellen. Ja, und da sagen wir, seid ihr noch? Jedenfalls bei dieser Diskussion haben wir 12, 14 Anträge eingebracht. Und jeder hatte es in sich. Mit dem Ergebnis, dass die Altparteien voran das Bündnis, sage ich mal, aus CDU und SPD gesagt haben, ja, wir bringen jetzt auch einen Antrag ein und wir wollen dann ein Vermerk machen, ein Haushalts-, ein Sperrvermerk und dann gucken wir uns dann im Juli, im August in die Augen und sagen, wir machen ein Sperrvermerk über 4 Millionen. Wir haben gesagt, Jungs, das klappt sowieso nicht, ich kann den Sperrvermerk machen bei der Investition, kommt das Geld, ist es nieder oder dann Sperrvermerk raus, Plenum beschließt. Was war jetzt im Juli? Bericht des Landrates, der Vorschlag greift nie. Im Gegenteil, wir brauchen noch 270.000, 300.000 mehr Geld und das Sparen können wir uns alles abschminken. Und da sagte dann, ja, eigentlich müsste man ja dann an die Stellenpläne ran. Haben wir gesagt, huhu, das war ja unser Vorschlag. Da haben wir gesagt, ist in Ordnung, so, das ist für uns Arbeitsteilung, wir bringen die Anträge, CDU beschließt. Und wir machen uns Gedanken um den Kreis. So kann es funktionieren. Ich denke, wir sollten hier Flagge zeigen. Flagge zeigen und den Bettvorlegern, den Klugscheißern und den Hofastrologen der Altparteien mal zeigen, was Phase ist. Und wir müssen Carsten Hilse als Abgeordneten für diesen Wahlkreis durchkriegen, meine Freunde. Und jeder Oma und jedem Opa von euch und jeder Tochter, ich weiß, ich habe selber eine Tochter, dort ist es am schwierigsten, ja, wird gesagt, erst Stimme Carsten Hilse, Zweitstimme AfD sowieso. Und wir müssen hier Flagge zeigen in Deutschland. Ganz Deutschland guckt auf die Lausitz und auf unseren Kreis. Wir zählen auf euch!